So, damit sind wir auch schon bei der dritten Folge. Wir gehen noch direkt wieder rein. Was mir noch eingefallen ist. Achtung. In die Einstellung gehen. Weil wir wissen ja, es ist ein Online-Spiel. Und das heißt, wir kriegen nämlich auch zwischendurch immer mal wieder Bonis. Zum Beispiel hier Umfrage, Spielgewohnheiten, bla bla bla. Und erstmal alles einsammeln. Was kriegen wir? Noch ein Kleider, vorbestimmtes Schicksal, Bücher, Kristalle, bisschen was zu essen. Ja, nehmen wir doch mit. Denkt dran, guckt euch das auf jeden Fall an. Weil hier sind nämlich noch mehr Sachen. Händler sind erklärt. Ja, da blicke ich noch alles nicht so durch, ey. Hier sind so viele Sachen, natürlich auch mit Echtgeld. Ist das Ganze ein wenig zu machen, aber da lasse ich natürlich die Finger von weg. Ihr hoffentlich auch. So, was haben wir noch da? Errungenschaften. Das ist nämlich ganz wichtig. Wenn ihr da was habt, ihr kriegt nämlich immer wieder Dinge, die ihr gut gebrauchen könnt. Ich glaube, hier bekommt man nur XP. Ich glaube, ja. So, zack. Nochmal. Zack. Ich glaube, man bekommt überall nur. Warte mal, ist das so überhaupt XP? Blablabla. Warte mal, kann ich nicht schon meinen ersten Helden kaufen? Irgendwas war doch da. Ich sage, ich blick, hier blicke ich absolut noch nicht durch. So, was haben wir noch? Ankündigung. Ja, da kann man, wenn man sich wirklich mit dem Spiel auseinandersetzt, kann man sich hier alles mal durchlesen. Ich persönlich habe noch gar nichts geguckt, weil ich will erstmal so generell im Spiel gucken, wie ich parat komme. Auch noch nicht wissen, was jetzt 15 Euro kostet, was eventuell in irgendeinem Pack sein kann oder sonstiges. Ach, mein Geburtstag. Wollt ihr es wissen? Nein. Nee, falsch gemacht. Einmal da, zack. Meine Güte, ich bin das so gewöhnt. Das ist echt ein ungewohnt. Da muss man sich echt umgewöhnen. Weil, hä? So lost. Weil X ist für mich irgendwie immer bestätigen und nicht Kreis. So komisch. So, zack, zack, zack. So, ich würde aber sagen, wir gehen dann jetzt mal in die erste Dungeon. Ja, wir nennen das eine Dungeon. Ah, gerade ein bisschen durcheinander. Merkt man das? Okay. Alles tiefenentspannt. So, zählt schon wieder. Ah, stimmt, wir haben noch eine Waffe gehabt. Ja, mit hier dem Hochleveln warten wir mal. Verstärken tue ich hier auch noch nichts. Warum mache ich das nicht? Ganz einfach, wenn wir eine stärkere Waffe da haben, ist das nämlich deutlich besser. Weil warum soll ich die jetzt hochleveln, wenn ich eh weiß, ich kriege noch bessere? Also wartet da definitiv noch ein bisschen ab. Nicht direkt alles reinbuttern. Weil ich denke mal, es gibt 4-Sterne-Waffen. Also warte ich, bis ich die hochleveln kann. So, was haben wir noch? Haben wir hier noch was? Oh. Ach, der zweite Gleiter. Den nehmen wir natürlich damit. Zack. Haben wir hier noch was? Hochstufen. Oder wir stufen ihn echt erst schon direkt auf Stufe. Wo kann der? 20. Ich meine, es müsste eigentlich passen. Bestätigen. 16. Weil am Anfang werde ich eh nur mit dem kämpfen. So, haben wir jetzt noch irgendwas? Unterhalte dich mit dem Schmied. Ja, erstmal mit dem unterhalten. Ich sage ja, vom Abenteuer-Level habe ich nämlich beim letzten Mal, also das heißt beim letzten Mal, wo ich es angespielt habe, habe ich nämlich erst die ganzen Dungeons gemacht. Aber dann hat mir das Abenteuer-Level gefehlt. Deshalb fange ich direkt an, die normalen Quests schon zu machen. Kann ich euch auch nur empfehlen, weil hier sieht es aus, als ob man müsste man bei dem Spiel wirklich alles machen, damit du wirklich vorankommst. Hallo, Herr Wagner. Why? Over there. Take your pick.
Or if you need something else, I can make it on request. Wow! He does bespoke weaponry? Of course! I sell weapons, make them to order, and do refinements. All in the job description for a blacksmith. All you need is the ore. Anywhere. Everywhere. You look confused. Listen, I'll tell you where the nearest deposits are. Bring some back and I'll help you forge what you need. No need. I have other things to do. So, dann gehen wir nämlich jetzt erstmal für den Erz sammeln. Guy. Was it something we said? Ja, das mit dem Schnelllaufen haben schon noch nicht so in mir drin. Dann reg mich dann immer auf. Warum muss ich denn hier so langsam gehen? Geht die alleine kaputt, die Kiste, oder nicht? Ah. Weil, wenn ihr so Dornen um die Kisten rum habt, benutzt einfach die Ember, bis sie einen Feuerpfeil hat. Ich vergesse nicht zu schießen. Und dann verbrennt ihr nämlich das auch. Hm? Hab ich schon gelernt. Pflanzen einsammeln. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ich weiß noch nicht, ob man sie wirklich braucht, aber ich denke schon. So, hier haben wir nämlich schon die Brocken. Weg. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas wisst, was mir weiterhelfen kann im Spiel, was ich quasi jetzt falsch mache, also nicht, was ich später noch lerne, sondern wirklich, was ich halt gerade im Moment falsch mache, schreibt es gerne in die Kommentare. Also, da bin ich wirklich jedem dankbar, der mich da hilft, der mir da hilft. Ich denke mal, bis jetzt mal scheiße, ist alles so weit noch richtig. Ja, mit dem schneller Laufen habe ich auch schon was gesehen. Aber ich weiß nicht, ich laufe da immer so, wie ich gerade Lust und Laune habe. So, dann geht man nämlich im Schmied erstmal die Brocken ab. Zack. What do you want? Ich hab dein Eisen. Oh, yes. I'd forgotten about that. These are okay, I guess. Should be. So. Zack. Dauert das? Zack. Zack. Die eine noch. Tada. Viele werden jetzt denken, was? Die Frage stellt ihr da nicht wirklich. If you ever find ore in the future, you can always ideally when I'm not busy. Wofür sind die Scheißdinger nochmal gut? A blacksmith's when the craft is. If there's nothing else. Hä? Ach, für Waffen-EP. Nur Waffen-EP. Okay. Ah, warte, ich kann der Ember schon den Stecker im Bogen geben. Beide schon die stärkeren Waffen. So, gerade in die Questlog reingucken. Da verschieben. Zack, 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 zack. Die verfolgen. Das finde ich nämlich immer angenehmer.
Ja, ich weiß, ich könnte mich auch teleportieren, aber ich will halt mehr von der Landschaft sehen. Und da müsste eigentlich der Teleportstein sein, genau da, wo die Markierung jetzt ist, oder? Nee, das ist ja dann. Toll. Ich sag ja, ich hab noch keine Ahnung. Meine Schwester. Wie geht das denn? Ember und Ember. This is it. One of the deserted temples of the Four Winds. Ah, ja. These temples have been left to waste for years now. The people of Mondstadt almost never come here. There's a chance there's a monster nest or Hillitrol camp inside. Even Storm Terror has given up on its own temple. Yes. I also find it hard to accept, but Storm Terror was once one of the Four Winds. Huh? Wait! Did you just feel that? The wind here. Something's off. Let's go in and take a look. Be careful. The dragon's power is disturbing this area. Also kurz und knapp, Sturmschatten hat mal zu uns gehört, ist aber jetzt Verräterin. Hier haben wir alles klar. Ja, ich sag ja, das hier sind halt immer Herausforderungen, aber ich bin halt echt mal gespannt, wie es so insgesamt weitergeht. Nicht das Problem ist, ich weiß, dass ich die Ember eigentlich brauche jetzt, aber habe natürlich erstmal den Typen gelevelt. Aber wir gucken einfach mal. You can use that console to open the door. Wow, I can see so far into the temple. Ja, erstmal die ganzen Dornen den Weg machen. Weil Dornen nicht gut. So, jetzt mal alles einsammeln. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich ihn nicht mag. Go, go, Baron Bunny! I'll race you there! Die Kiste muss immer draufziehen. Deshalb spiele ich lieber mit ihm. Und hier gehe ich einfach hin, zack. Einsammeln. Und denkt dran, eben mal erst alles kaputt machen, bevor er weitergeht. Alles ist, glaube ich, erstmal wichtig, was man so einsammeln kann. So, wieder auf die Ember wechseln. Abfahrt. Abfahrt. Kann sich erstmal die Umgebung angucken. So, und hier sehen wir nämlich, deshalb ist die jetzt auch so wichtig, weil da die Fässer sind. Wenn ich auf die drauf schieße, explodieren die halt. Und ich kann die halt schön aus der Ferne angreifen. Der hat nämlich ein Schutzschild, den muss ich anbrennen quasi, damit er überhaupt mal Schaden kriegt, beziehungsweise seine Deckung aufmacht. Ich hab's hier so ganz kurz gesagt. Wie muss ich das jetzt machen? So, da sind die Gegner. So, sehen wir nämlich, da sind die zwei Kisten, da ist noch eine Kiste und das sind Gegner. Und das Schild kann ich halt mit meiner Pyrotechnik kaputt machen. Der Stack zieht wieder automatisch nach vorne. Da, seht ihr, wie er am Tanzen ist. Das Schild ist nämlich jetzt kaputt. Hier ist das noch gar nicht mit dem Fässer. Hier kann schon noch normal kämpfen. Oh no! A horn! The fighting must have got them riled up! Well, good thing I prepared my secret weapon! Explosive Puppet Fairy Bunny! Ja, die Ember hat auch eine Spezialfähigkeit. Machen wir gleich. Oh. Zack, zack. Warte mal, das hier waren die Fässer, gell? Zack, explodiert nämlich alles. Wie gesagt, eben mal alles mitnehmen. Gibt nämlich auch sogar Abenteuer-EP, sehe ich gerade. Hier sind normale Dinger.
Gammelchen. So, was war hier? Ah, hier war ein Fässer. Are those explosive barrels over there? Well, one shot should be able to blow them up. No escape! Ganz entspannt. Zack, Kiste freigeschaltet. So, da haben wir noch Fleisch. Hier ist nichts mit Abdruck da hinten. Brauchen ja alles zum Kochen. It's so high. Seems like there's something up there. So, wir müssen jetzt da hoch. But how do we get across? Mit ihm können wir jetzt nichts machen. Deshalb. Isn't this a pyro monument? If we hit it with a powerful pyro attack, we might trigger it. Den ganzen Fähigkeiten muss ich erstmal Kopf verlegen. Dragon's Breath! Is that where the power is coming from? Zack. Phew, I'm tired. But at least this way we've helped Jean out. In the past, we were at least able to defend the city and keep it safe. This, of course, is mostly thanks to Jean. But now with Storm Terror directly attacking the city itself, the winds change. So too should our tactics. It's what Lisa likes to say. Speaking of which, the four winds we were discussing earlier? If you want to learn more about our history, you can ask Lisa. I'm not saying I don't know our history, it's just... I mean, a librarian is supposed to be more knowledgeable than an outrider, right? Ja, das ist richtig. So, wie ihr seht, erste Herausforderung bzw. erste Dungeon fertig. Und jetzt kriegen wir. Zack, 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 zack. So, und darum seht ihr halt, dass der ganze Spaß auch online ist. Automatisch verlassen. In wie viel sind das? 10, 15? 15 Minuten. Aber wir gehen vorher schon raus. So, ich glaube, wo ich das erste Mal gespielt habe, habe ich erstmal die ganzen kleinen Lager jetzt weggeholt. Die nur auf dem Weg liegen. Einfach nur, um mehr Erfahrung zu sammeln. So, da hinten. Warte mal, hab ich das nicht gesehen? Was war da hier? Zeigen nämlich immer irgendwas an. Ah, da versteckt sich doch einer. Ah, Mensch. Einfach nur die Kiste gezeigt. Ah doch, da ist doch einer. Ich seh dich doch. Zack, zack. Ganz entspannt. So, da hinten ist noch ein Teleportstein. Ah, hier ist noch so ein Ding. Ja gut, ich hatte ja schon auf Level 16, von daher. Oh, it's one of those consolidated wind things. Let's head back to the Statue of the Seven at Windrise and offer it to the gods. Well, you should come with me. Paimon will tell you about the rest later. Hier ist mal uns einsammeln. Und da hat man echt so viele Informationen, gell? Was? Matsutake? Matsutake oder Matsutake? Ja. Let's make an offering and see if the gods respond. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Offen steht hier die. Ah, damit kannst du das nächste Gebiet schon freischalten. Ehrenmann. Ah, das ist der Tempel des der Löwen. Aber erst ab 16 anscheinend, ja? Okay.
Was muss man hier machen? Ja, das habe ich definitiv noch nicht gemacht. Can you feel the blessings of the seven? In Mondstadt, people call them animalculi. They can be fitted into the statue's eyes. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. So. Unlike others with powers, you don't have a vision. But the rules of this world don't apply to you anyway, so keep offering animalculi and maybe you'll receive more blessings. Eine kurze Frage, die sich auskennen. Ich kann denn nur erstmal auf Level 20 fahren, ne? Denke ich mal. So, ich würde aber sagen, das war es erstmal schon wieder mit der Folge. Die nächste Folge gehen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen rum. Oder wir gehen halt wirklich schon direkt zum nächsten Tempel. Müssen wir dann einfach mal gucken. Ich würde sagen, danke erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, Like nicht vergessen und haut rein.